Herzlich willkommen zu einem weiteren 1 gegen 1 Cast in der deutschen Ford-Szene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Heute von auf der linken Seite Orkun Stewie Alaska, wir nennen ihn mal Orkun, ja, wisst ihr Bescheid, gegen auf der rechten Seite King0394GA.Wild. Ja, das Einzige, was ihr wollt, ist natürlich der Name. Wir nennen ihn King. Ja, King auf der rechten Seite, Orkun auf der linken Seite. So, damit wir das einmal festgestellt haben, kommt jetzt direkt die Operator hinterhergeschoben. Orkun spielt hier Architect. Was macht Architect? Er baut ein bisschen schneller. Standardmäßig mit der passiven Fähigkeit. Die Hintergrund- und Vordergrundverschiebung und ist auch ein bisschen günstiger. Und mit der aktiven Fähigkeit baut er alles nochmal ganz viel schneller. Ne? Und auch Technologie. Auf der rechten Seite spielt King den Operator Buster. Und was macht Buster? Nun, Buster, na, die Fundamente sind zum einen kostenlos. Das ist ganz nice auf manchen Maps, auf Hillford. Ja, nicht ganz so. Aber ist natürlich auch nett. Ne? Klar, Fundamente sind teuer und wenn man die kostenlos kriegt, ist das nett. Keine Frage. Aber die aktive Fähigkeit vor allem ist hier wichtig, denn die verleiht 20mm Kanonen, Kanonen und Haubitzen Schüssen. Die Fähigkeit des angereicherten Urans und das penetriert ordentlich durch die Forts durch und macht viel Schaden. Und gegebenenfalls lässt es ein paar Batterien explodieren. Ist bitter. Ja. Dieses Replay, ne, ist kein Pro-Replay. Ja. Die meisten der Replays auf dem Kanal sind von Top 20 Spielern oder ja, Top 30 Spielern. Meistens, ne, sage ich ganz klar. Und heute sehen wir ein Replay aus der Community. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt und sehr dankbar für, dass wir heute mal so etwas sehen dürfen. Ich nehme das Ganze mal direkt als Option, um ein paar Tipps zu geben. Also für alle, die nur das cleanste Forge-Game oder die cleansten Forge-Spiele sehen wollen, das werden wir heute wahrscheinlich nicht sehen. Hier werden Fehler gemacht werden, ist ja auch ganz klar. Ich mache auch Fehler in dem Game. Ne? Also wenn ihr meine Live-Let's Play sieht, dann wisst ihr auch, das ist jetzt kein Pro-Replay. Aber von daher geben wir mal hier auch ein paar Tipps ein. Ja? Als allererstes, Bro, Orkun auf der linken Seite, bau nicht so viel. Ja, das kostet alles dich nur Ressourcen. Und das hat dir bis jetzt noch keinen Vorteil gebracht. Ne? Du hast dich hier für die Waffenkammer entschieden. Okay, ist fein. Brauchst aber Storages, um hier vielleicht für Tier 2 Technologie zu gehen. Ich weiß noch nicht, was dein Plan ist. Und dieses Seil hier unten, das ergibt auch noch nicht so ganz viel Sinn. Das ist auf der rechten Seite ein bisschen schöner gelöst. Klar, hier hinten ist auch einiges gebaut worden. Und hier wurden die Minen verdeckt. Das ist nicht nötig. Ja, das braucht ihr nicht machen. Verdeckt niemals eure Minen mit Woodspam. Das ergibt keinen Sinn. Klar, der Gegner weiß nicht, okay, kommen da jetzt vielleicht Nukes oder kommen da vielleicht, oder ist das nur viel Economy. Aber auf je höher ihr kommt, ja, auf den Rang, desto unnötiger wird das. Ja, weil die Gegner einfach wissen, was ihr macht. T2-Technologie mittlerweile am Start, könnt ihr die Werkstatt jetzt verkaufen, kann man sie auch behalten, das ist komplett fein. Der Wurz bei mir vorne ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, immer hier die 1x2 Boxen, dann zwei Reihen davon und dann die Querstreben. Ja, gefällt mir. Ist guter Woodspam. Hier kommen die Sandsäcke rein. Also King auf der rechten Seite weiß schon ein bisschen mehr, was in dem Spiel los ist. Auf der linken Seite sehen wir ziemlich viel Energie. Produktion und direkt auf dem Chor. Das wollt ihr auch niemals machen, okay? Macht das bitte niemals auf dem Chor, denn die Waffe kann hier absolut gut reindroppen. Klar, das ist Hilford. Hier ist ein dickes Ding in der Mitte. Das blockiert die meisten Schüsse. Aber wenn er sich ein bisschen höher baut, der gute King, und hier oben eine Kanone platziert und den Schuss hier reintrifft, dann ist der Chor einfach schon Geschichte, okay? Das wollt ihr deswegen niemals machen. Die Windturbine daher einfach höher. Also, ja, das ist komplett fein, die Boxen hier so groß zu ziehen. Man kann sie ein bisschen schlanker machen, um da zwei Windturbinen auf den gleichen Platz zu platzieren. Aber das ist dann schon ziemlich advanced. Aber niemals auf den Chor platzieren, die Windturbinen, und auch nicht so viel am Anfang. Ne? Ist ganz klar. Nächste Sache, nicht drei Metalllager bauen. Ja, ihr braucht nicht drei Metalllager, ein Metalllager auf dieser Map. Ne, der Chor hat 600 Speicher, ein weiteres Metalllager bringt euch auf 900 Speicher. Und solange ihr kein Howie baut, dann braucht ihr auch kein auf dieser Map drittes Metalllager. Na, ganz klar. Also hiermit hat er 900, kein zweites Metalllager. Hiermit hat er 900, damit hat er 1200 und jetzt könnt ihr schon eine Haubitze platzieren. Das heißt, dieses ist überbewertet. Ja, das braucht er nicht. Das hätte er die Ressourcen lieber in eine weitere Mine platzieren können, stecken können. Oder in die Tier-2-Technologie, wenn er sie dann platzieren möchte. Ja, der Gunner hier vorne kann auch gerne verkauft werden. Er wird zurzeit eh nicht genutzt. Ne? Er ist klar, ganz klar verbarrikadiert. Die Verstrebung, ist okay. Kann man machen. Es gibt effizientere Verstrebungen, aber die sind dann doch schon eher sehr profimäßig. Auf der rechten Seite sieht das dann doch ziemlich clean aus. Da kommt die erste Kanone auch mit Tiny Doors. Schön gespielt. Gibt euch eben die Option, dass die Türen sich schneller öffnen und schließen und nicht so teuer sind. Gefährlich ist halt diese Stelle. Da mag ich es immer gerne noch Verstrebungen nach hier vorne zu machen. Und eine Strebe davon muss Metall sein.
Ansonsten schafft es eine Kanone hier durchzupenetrieren. Am besten diese Strebe hier aus Metall machen und hier noch Holz und da noch Holz und dann hier vielleicht noch ein Schild. Dann sind eure Windturbinen sicher, aber auch hier wieder der Fehler. Die Windturbinen über dem Chor. Ja, macht das nicht. Bitte tut das nicht. Das ist nicht gut. Okay, das ist nicht gut. Windschild jetzt am Start. Das ist okay. Ist jetzt verteidigt, mehr oder weniger, aber zwei Kanonen können ja auch den Chor ausschalten. Von daher platziert eure Windturbinen nicht über dem Chor, sondern eine Ebene drüber. Gerade auf Hillfort ist das kein Problem. Es gibt da besondere Techniken, wie man sein Fort besser reinforcen kann. Dazu kommen vielleicht irgendwann mal Tutorials, ja. Ihr könnt auf jeden Fall hier so eine Strebe hochziehen, bis hier ungefähr, da so. Also ihr greift diesen Punkt hier und zieht dann ganz hier hoch und macht dann hier wieder hin. Und dann könnt ihr hier so, und dann habt ihr noch ein bisschen mehr Verstärkung in eurer Base, könnt höher bauen und ja, da will ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Auf der linken Seite sehen wir jetzt die Tier 2 Technologie und ein Gunner hier unten. Er hat sich anscheinend am Gegner orientiert, der hier diese drei Gunner platziert hat als Howie-Abwehr. Ja, klar, ist natürlich immer eine Option, aber ihr wollt euch weniger im Spiel selbst an dem orientieren, was euer Gegner macht. Also die Strategie kopieren, sage ich mal so. Klar, ihr müsst immer rüber gucken, was der Gegner macht, aber wenn der Gegner Gunner baut. Als Verteidigung heißt es nur lange nicht, dass ihr Gunner bauen müsst. Die Reparaturstation hier unten. Ja, nee, reden wir nicht drüber, ne? Das machen wir nicht. Stewie Alaska oder Orban, Orkun. Tun wir nicht. Upgrade Center, okay. Ja, für die Economy kann man machen, aber hier ist es natürlich sinnvoller, sag ich mal, nicht alle Technologien platzieren zu wollen, sondern so schnell wie möglich zur nächsten Technologiestufe zu kommen. Das ist in diesem Fall die Tier-2-Technologie. Die Tier-2-Technologie auf dieser Map gerade sehr wertvoll, weil man mit Tier-1-Technologie wenig anfangen kann. Klar, man kann mit den Mörsern hier vielleicht ein bisschen arbeiten, aber solange ihr nicht Parasite heißt und den Gegner bomben wollt, dann macht ihr das bitte nicht, ja? Okay. Ein kleiner Spaß an der Stelle. Oh, Howie auf der rechten Seite mittlerweile schon. Das ist relativ fix bei drei Windturbinen. Hat hier die nötigen Lager, genau zwei Metalllager, drei Batterien, genau das, was er braucht. Nicht ein Lager mehr oder weniger. Weniger, dann könnt ihr es auch nicht platzieren, logischerweise. Hier auch wieder schön mit dem Tiny Durst und da kommen die Metallstreben in den unteren Bereichen. Ganz klar, sehr gut gespielt. Kann hier auf jeden Fall noch hier die Streben einziehen, Vordergrundverstrebung und dann hier ein bisschen Hintergrundverstrebung ziehen, damit man ein bisschen mehr Stabilität reinbringt. Seil hier hinten, ja, ist okay. Ihr wollt es am besten immer ein bisschen höher machen, hier unten. Aber das ist komplett fein, keine Frage. 6 Minen, nein, 5 Minen auf der Map, mehr geht nicht, klar. Und das hier ist leider, ja, das ist nicht so gut. Das ist nur Woodspan. Das kostet euch Ressourcen und ich weiß nicht, was da reinplatziert werden wird. Die, ja, diagonalen Schichten könnten auf jeden Fall auch gecrossbraced werden. Generell crossbraced. Ganz wichtig, ne? Das gibt euch viel Stabilität. Wenn ihr das nur einfach verstrebt, also jeweils nur diese eine Strebe macht, anstatt auch noch die Gegenstrebe zu ziehen, dann fehlt eurem Fort einfach viel Stabilität. Ne? Ganz klar. Erster Kanonenschuss von King. Trifft sie auf den Woodspam. Hat, glaube ich, nicht den Winkel, um hier die Energieproduktion auszuschalten. Will ich mich aber jetzt nicht darauf festlegen, vor allem nicht, wenn diese Strebe hier vorne, dürfte wahrscheinlich den Schuss immer blockieren. Aber der Howie, der kann ja natürlich böse, böse reinfallen. Auch wenn da zwei Gunner sitzen. Aber der ist jetzt auch noch fast mehr oder weniger blockiert. Bin ich mir nicht sicher. Jetzt habe ich den Schuss verpasst. Also zumindest, wie er über diesen Winkel hier, über diesen Berg geflogen ist. Ja, da kommen noch zwei Windturbinen. Ja, das ist das einzige Manko auf der rechten Seite hier von King. Der muss, die King, wenn du das siehst, ja, da, das ist fein, komplett fein. Aber die Turbinen nicht direkt über dem Chor platzieren. Lieber hier auf der Ebene der Kanone. Und, ja, auch nicht so viel Ressourcen unbedingt hier in den hinteren Teil des Forts investieren. Ne? Kannst das durchaus ein bisschen schlanker gestalten, das reicht vollkommen. Aber hauptsächlich Turbinen nicht auf dem Chor. Das gibt dir mehrere gute Argumente. Ja, das war kein Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Wenn du die Turbinen hier oben hast, haben sie mehr Energieeffizienz. Sie sind ein bisschen ungeschützter, keine Frage, klar, aber dein Chor ist ein bisschen geschützter. Und die Kanonen sitzen direkt eine Etage höher und haben damit einen besseren Winkel. Kreissäge jetzt, ja, gut gedacht. Gegen den Woodspam von Orkun auf der linken Seite. Der baut jetzt einen Sniper. Der ist also auf jeden Fall neu in Forts. Da connected der Howie. Der Gunner hier unten hatte keinen Winkel. Der kann ja nicht schießen. Na, der ist blockiert von Woodspam, keine Frage. Und der hier unten sowieso. Der Sniper da oben mit einer Tür nur verteidigt. Ja, das ist nicht effektiv gegen Kanonen. Ne? Die penetrieren durch eine Tür durch. Von daher ist der Sniper auch ganz schnelle Geschichte, wie wir gerade gesehen haben. Aber die Howie hat auch schon viel dezimiert, was da... Ich glaube, die Howie hat sogar den Schuss abgerissen. Und jetzt kommt das Upgrade der Windturbinen.
Ja, ist natürlich, man kann das spielen, man kann komplett Economy fokussen und tanken, das ist möglich, aber je nachdem, wie gut der Gegner ist, macht er euch dann halt fertig. Ne? Ganz klar, ihr müsst, Angriff ist in Forts die beste Verteidigung. Ja, ihr könnt nicht einfach nur tanken. Manchmal geht das vielleicht, und je nachdem auf welcher Map, aber irgendwann, wenn ihr nicht darauf spekulieren wollt, dass das Fort des Gegners aufgrund von der Instabilität einstürzt, dann müsst ihr, da könnt ihr nicht nur tanken. Dann müsst ihr angreifen. Ganz klar. Wir sehen leider noch keine Waffe, nur Verteidigung bisher. Wobei, da wurde gerade just in dem Moment eine Waffe platziert. Kann das sein? Oh, ist das bitter. Da gucken wir jetzt nochmal kurz rein. Nächster Kanonenschuss wird fertig gemacht von King. Und, ach, ist das bitter. Ach, ist das bitter. Da wurde gerade die 20mm Kanone, glaube ich, von Orkun platziert. Kanonenschuss kommt direkt rein und dadurch, dass die Kanone platziert wurde, hat sich das alles in Hintergrundverstrebung verwandelt. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr Steuerung drückt, dann verwandelt sich alles, was vor einer Waffe ist, nicht in Hintergrundverstrebung, wenn ihr diese Waffe platziert, sondern bleibt Vordergrundverstrebung. Und dann hätte vielleicht sogar die Waffe überlebt, weil der Kanonenschuss vom Woodspam gefressen worden wäre. Jetzt ist hier eine Hintergrundstrebe, eine Vordergrundstrebe drin. Ja, und die Kanone hat doch den Winkel, um die Energieproduktion hier komplett auszuschalten. Ja, da muss ein Schild vor, ne? Ganz klar, Schild als Verteidigung, hier so ein Schild vor die Windturbinen, vielleicht sogar zwei, wenn der Gegner zwei Kanonen hat, ansonsten kann er immer eure gesamte Energieproduktion ausschalten und diese Strebe hier hat er sich ein bisschen Panik verbaut, sage ich mal so, und hat damit jetzt keine Energieproduktion mehr. Nicht, dass er sie bräuchte, weil er hat keine Waffen, aber ja. Das Problem dieser Struktur ist natürlich auch, dass die Türen für die Gunner ziemlich groß sind. Baut da lieber so kleine Boxen, da passt ein Gunner rein und dann ist die Tür auch nicht groß. Die Tür öffnet und schließt schneller und ist nicht so teuer. Das ist generell das hier, was ihr wollt. Howie connected auf das Fort von Orkun und der kriegt jetzt ein bisschen Probleme, aber das hält noch alles zum Glück. Nächster Kanonenschuss zerstört die beiden vorletzten Turbinen. Jetzt stehen da nur noch zwei Stück. Fabrik mittlerweile am Start und damit hat Orkun jede erdenkliche Technologie in seinem Fort. Das tut das nicht. Ja, bitte tut das nicht. Baut nur das, was ihr auch wirklich braucht und benutzen wollt. Das kostet zu viel Ressourcen, alles zu bauen, keine Frage. Na, aber wenn ihr neu in Fort seid, empfehle ich auf jeden Fall Tutorial zu gucken. Am besten meine, aber ich habe noch keine. Das ist ein bisschen belastend. Aber die kommen bald. Ich arbeite dran. Ich will sie halt wirklich richtig schön machen. Aber ich brauche jetzt noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch Termine anstehen. Ich hatte gestern erste Wohnungsbesichtigung. Die Wohnung war so nice. Ey, wenn ich die kriegen würde, das wäre geil. Hau ein bisschen Schuss dagegen. Ah, bitter, belastend. Nächster Kanonenschuss mit der Fähigkeit von Buster erstmals. Hätte er schon früher aktiviert kennen, fällt mir gerade auf. Aber ja, morgen Montag habe ich auch Termine. Aber die Woche danach, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geht es dann richtig los. Da werde ich dann schön rein grinden in YouTube, sagen wir mal so. Und richtig schöne Tutorials auf den Weg bringen, ja. Mal sehen, wie viel ich schaffen werde. Aber, ja, das was geht. Mein Anspruch ist da manchmal ein bisschen zu perfektionistisch. Aber, ja, werden wir sehen. Ja, Vordergrundverstrebung, ne, das ist ein Problem. Klar, verteidigt er sich erstmal gegen die Kanone. Oh, die Reparaturstation. Ja, das Ding mit, ich weiß nicht, warum Neuspieler so obsessed sind, sag ich mal, mit Reparaturstationen. Aber das Ding ist unheimlich teuer. Verzehrt beim Reparieren unheimlich viel Ressourcen. Also mehr, als würdet ihr normal reparieren. Von daher, nicht gut, ne, so ein Ding zu platzieren. Und kann ich nicht empfehlen. Absolut gar nicht. Also, Reparaturstationen sind nur dann zu benutzen, wenn ihr gegen Smoke spielt, weil es halt eben den Smoke wegmacht und eure Gunner schießen lässt, sozusagen. Oh, der Howie. Sneaky, sneaky. Kommt da unten. Jetzt hat die Ressourcen gesammelt, um den Howie zu platzieren. Aber, ja, da unten hat er jetzt nicht den besten Winkel, ne? Klar, er kann hier vielleicht so ein bisschen mit einem guten Dropschuss, aber das sitzen auch drei Gunner, also wenn der Howie-Schuss zu langsam abgefeuert wird, dann connectet der Howie nicht, weil er eben abgewehrt werden kann. Ja, also er sollte seine Waffe auf jeden Fall hier oben platzieren. Da kommt der nächste Howie mit. Buster-Fähigkeit macht Schaden auf dem Chor. Und der nächste Kanonenschuss ein bisschen... Ja, der muss halt ein bisschen höher platziert werden. Aber der Howie zieht hier auf jeden Fall seine Uranspur durch das gesamte Fort. Da explodiert eine Batterie. Und ist teuer. Ist deutlich teurer. Teuer für Orkan. Orkun, nicht Orkan. Orkun. Ja, kommen wir mal wieder zu King's Base und gucken uns die mal etwas genauer an. Hier könnte noch crossbraced werden. Ist natürlich nur ein Detail. Hier kann er auf jeden Fall noch Streben ziehen. Um ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Klar, dann hier halt noch die entlassenen Streben, aber das ist schon wieder fortgeschritten.
Ansonsten jetzt Upgrade Center, um die Economy zu boosten, ist wahrscheinlich Mörser. Hier hinten ein bisschen verloren, glaube ich. Ja, gut, er kann sie in einem hohen Winkel schießen, aber dann hat die Anti-Air natürlich viel Zeit, die abzufeuern, aber Orkun hat keine Anti-Air, von daher ist es okay, I guess. Ja, hier ist jetzt das Problem, dass hier große Boxen sind, ne? Hier passt nur eine Windturbine rein, egal wie weit du rechts du sie platzierst, weil eine Windturbine nur auf einer Strebe stehen kann. Da können nicht zwei Windturbinen stehen. Generell auf allem in Forts, alles in Forts braucht eine Strebe. Ja, es kann sich keine Strebe mit irgendwas anderem teilen. Und auch diese Haubitze steht nur auf dieser oder auf dieser Strebe. Einer von beiden. So ist das Spiel nun mal gecodet, nicht auf beiden gleichzeitig. Und das kann man verhindern, indem man hier so eine Schräge reinzieht. Hier. Und dann hier so nochmal zwei Streben reinzieht. Also hier so eine Schräge und dann so. Und dann hier runter und so. Wisst ihr Bescheid? Und dann könnt ihr das einfach nur hochziehen. Und dann könnt ihr hier oben im Endeffekt da zwei Windturbinen auf diese Fläche stellen. So, Orko wird hier langsam fertig gemacht. Die Kanone hat nicht mehr ganz den Winkel. Die Energieproduktion ist nicht mehr vorhanden. Die Haubitze schafft es natürlich noch jedes Mal, auf das Fort von Orkun zu connecten. Durch den Winkel eben, durch den Dropshot. Aber hier muss das Fort ein bisschen erhöht werden. Klar, das ist eine schwierige Angelegenheit. Denn, ui, bitter. Buster, ganz gefährlich. Ich glaube, da ist wieder eine Batterie explodiert. Mit der aktiven Fähigkeit. Hier ist schon ein bisschen belastet die Strebe, ne? Ganz klar. Von daher ist es gerade auf dieser Map so wichtig, dass ihr auf Stabilität achtet. Ganz wichtig. Erster Haubitzenschuss von Orkun. Kann abgewehrt werden, zum Glück. Jetzt wird die Fähigkeit aktiviert. Ergibt leider nicht so viel Sinn. Ich glaube, bei der Commander-Auswahl hat sich Orkun auch nicht so viel Gedanken gemacht. Die Fähigkeit von Architect, klar, ja, jetzt hat er ganz schnell einen Smoke-Launcher am Start. Ja, er wird jetzt 300% schneller gebaut als normal. Aber ist halt auch fast wieder Geschichte durch den nächsten Haubitzenschuss. Beziehungsweise den Sniper. Kann er gesniped werden? Oh, ganz knapp. Bisschen tiefer. Ja, wird gesniped, aber ist noch nicht, aus irgendeinem Grund nicht tot. Aber jetzt wieder zweiter Sniper-Schuss connected. Und damit ist der Smoke-Launcher auch Geschichte. Ja, was das Türenplacement angeht, ist schwierig zu lernen. Ne? Also da sollte man sich definitiv ein paar Tutorials vorher angucken. Aber ja. No front an der Stelle, ne? Jeder lernt dazu und wenn ihr von diesem Replay lernt, auch was für euren eigenen Spielstil, ne, dann freut mich das, dann ist euch geholfen. Haubitzenschuss kommt hier wieder nicht durch. Ja. Es ist, also, man merkt es, ne? Es ist ein neuer Spieler in Forts und dementsprechend sieht sein Fort aus auch, hat jede Technologie platziert. Das sind unheimlich viele Ressourcen, die für anderes verwendet werden könnten. Aber no front. Na, immer no front. AP Sniper. Nicht schlecht. Könnte hier die Haubitze. Hat nicht ganz den Winkel, nehme ich an. Nächster Haubitzenschuss wird wahrscheinlich auch wieder abgewehrt werden können. Kreissäge dezimiert ein bisschen den Woodspam. Ich drücke mal F8. Wir sitzen hier in der 18. Minute, gleich 19. Minute. Da kommt die zweite Howie. Die Kanone wurde verkauft für die Howie. Guter Schachzug, die Kanone hatte da durchaus nicht mehr den Winkel mit zwei Howies. Ist King hier auf jeden Fall besser aufgestellt, gefällt mir sehr gut. Die Windturbinen hier oben geupgradet, ganz klar, die haben weniger Effizienz, dann gradet man lieber die ab. Gut gemacht. Die Mörser hier noch nicht einmal eingesetzt worden, glaube ich. Ansonsten dürfte, na wobei, mit der Haubitze, die kostet halt auch schon viel Energie zum Abfeuern, aber er könnte hier die Energieproduktion, die Minen, Metallproduktion, bisschen aufrüsten mit seinem Upgrade Center. Ja, und da explodieren jetzt noch ein paar Batterien bei Orkun. Durch das angereicherte Uran der Buster-Fähigkeit und des Haubitzenschusses. Ja, es ist. Der Buster ist krank. Also mit Haubitzen ist es echt wirklich richtig krank. Mörser, das erste Mal jetzt, glaube ich, eingesetzt, kommt ein bisschen zu weit. Jetzt wird die Fähigkeit von Architect wieder aktiviert und eine weitere Reparaturstation gebaut. Die wird ihm leider nicht viel bringen, der Smoke Launcher. In Kombination mit der Haubitze ist auf jeden Fall nicht schlecht gedacht. Aber der Smoke Launcher leider nicht gut genug eingesetzt. Hat hier von hier unten einfach nicht den Winkel, um die Anti-Air hier unten abzusmoken. Ganz klar. Ja, und jetzt an dieser Stelle, wenn du einen AP-Sniper hast, King, dann brauchst du auf jeden Fall auch noch einen normalen Sniper, weil die Nachladezeit des AP-Snipers ist dann doch etwas belastender als die des Snipers.
will sagen, die dauert einfach länger. Und um einfache Gunner auszuschalten, noch klar, du hast hier die blinkende Strebe und du willst wahrscheinlich nicht, dass dein Fort kollabiert, kann ich alles nachvollziehen, aber wenn das eben nicht so wäre und du ein bisschen Stabilität hättest, ein bisschen mehr, dann ein bisschen höher bauen, noch einen Sniper oben drauf und damit die Gunner ausschalten. Nächster Hobbitzenschuss kommt gut, aber kann abgewehrt werden. Da muss zuerst die Anti-Air ausgeschaltet werden, bevor die Hobbitzen gefeuert werden. Ansonsten ist es tatsächlich einfach Energieverschwendung. Na, ganz klar. Smoke Launcher. Ja, smoke jetzt einen Gunner ab. Die Gunner hier unten werden niemals abgesmoked werden können. Dafür müsste der Smoke Launcher höher sitzen. Aber Orkun, ja, der baut schon gar nicht mehr so hoch, weil er eben Angst hat gegen die Hobbitzen. Beziehungsweise gegen die Kanonen, die da vorher standen. Und jetzt geht er für Mörser. Okay, sehr interessant. Versucht sie noch zu verstecken. Muss man nicht unbedingt machen. Kann sie auch offen stehen lassen. Das ist kein Problem. Nächster Hobbitzenschuss kommt. Und zweiter Hobbitzenschuss sieht auch aus, als würde er connecten. Und ja, das tut er. Und damit kollabiert schon das Fort von King. Von Orkun. Wäre das etwas besser reinforced gewesen, gecrossbraced. Und ja, vielleicht noch verstärkt mit anderen Streben. Dann hätte er das hier nochmal überlebt, den einen Hobbitzenschuss. Da sieht man nochmal, wie wichtig es ist, sich gut zu verstärken und sein Fort. Und ja, das war mal ein anderes Replay aus der Community. Danke fürs Zusenden. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Na, das ist immer das Wichtigste. Gut gespielt, King. Gibt auch noch vieles, was du besser machen kannst, ne? Keine Frage, aber schon ziemlich stabiler Spielstil. So, ich hoffe, das Replay hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dann ein Like doch... Leute, ich kann nicht mehr reden heute. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß im Ranked. Haut rein, habt einen schönen Tag und tschüss.